Gleichmut. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der tugenden Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Heute spreche ich über Gleichmut. Ein wichtiges Thema, gerade in unserer heutigen Zeit der Aufgeregtheiten, der Wutbürger. 2013, glaube ich, war Wutbürger das Wort des Jahres. Die Zeit der Aufgeregtheiten und Unruhen. In dieser Zeit des Leistungsdenkens, des Anspruchsdenkens, wo man immer mehr haben will und immer mehr machen will und immer mehr Ansprüche hat und sich über alles Mögliche aufregt, ist eine gewisse Sehnsucht der Menschen nach Gelassenheit. Nicht umsonst werden die Seminare, die ich gebe zum Thema Gelassenheit entwickeln, besonders gut besucht. Mehr als andere Seminare, die ich gebe. Und Gelassenheit und Gleichmut hängt ja auch miteinander zusammen. Gelassenheit ist zwar etwas mehr vom Standpunkt des Loslassens, der inneren Gelöstheit, stammt ursprünglich vom Konzept der inneren Entsagung. Daraus kommt Gelassenheit, man braucht nichts. Aber heutzutage hat der Ausdruck Gelassenheit praktisch die gleiche Bedeutung für Gleichmut. Etymologisch stammt der Ausdruck Gleichmut von Gleich und Mut. Mut, ach, es heißt jetzt nicht Mut im Sinne von Tapferkeit, sondern hier ist Mut so Gemüt. Also letztlich, was wir als Psyche bezeichnen, als Geist, als Gemüt eben bezeichnen. Das ist Gemüt. Und Gleich heißt, dass das Gemüt in gleicher Stimmung bleibt. Gleichmut heißt, wenn Dinge schief gehen, du hast Gleichmut. Wenn irgendwo Dinge schwierig sind, du hast Gleichmut. Wenn Leute dich groß loben und sagen, wie toll du bist, du freust dich so ein bisschen drüber, hast aber grundsätzlich Gleichmut. Jemand kritisiert dich und sagt, wie schrecklich das alles ist und noch nie was hat jemand so schlimm was gesagt, getan und so weiter wie du. Du behältst einen gewissen Gleichmut. Kannst du das? Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, gleichmütig zu sein. Es gibt Menschen, die haben diese innere Ruhe, haben eine gewisse Gelassenheit, haben dieses Temperament. Und es gibt andere, die haben eine gewisse Neigung, sich über Dinge zu ärgern. Es gibt Menschen, die haben eine Neigung, vor allem möglichen Angst zu haben und ständig sich die schlimmsten Sachen vorzustellen. Und es gibt Menschen, die haben eine gewisse Neigung, auch schnell niedergeschlagen zu werden, mutlos zu werden. Und manche vermögen alles drei. Die meisten vermögen alles vier. Einmal Gleichmut und das andere. Ich spreche gern von Gleichmut erster und zweiter Ordnung. Gleichmut erster Ordnung heißt, dir gelingt es tatsächlich, Gelassenheit im Alltag zu haben, Gemütsruhe im Alltag zu haben, innere Ruhe zu haben, was auch immer geschieht. Einen gewissen Gleichmut kommt schon dadurch, wenn du regelmäßig meditierst, Yoga übst und lernst, Dinge zu beobachten und dich nicht so sehr zu identifizieren. Der zweite Grad von Gleichmut heißt, du behältst einen inneren Gleichmut bei, selbst wenn du in die Emotionen gehst. Du kannst dich über etwas ärgern, aber im Inneren weißt du, der Ärger wird schon vorbeigehen. Es gibt gute Gründe, dass ich ärgerlich bin und es ist auch wertzuschätzen, dass ich diese Fähigkeit besitze. Da ist Energie dabei. Ich habe Gerechtigkeitssinn, ich will etwas tun, ich will etwas ändern. Das ist gut. Du hast einen Gleichmut gegenüber diesem Ärger. Du hast den Ärger, du fühlst den Ärger, aber du bist nicht der Ärger. Und du musst auch nicht dem Ärger gemäß handeln. Du kannst. Das ist auch eine Art Gleichmut. Oder du hast Lampenfieber vor etwas und du bist ganz hibbelig und du weißt nicht, wie kannst du es machen, bist du gut genug, wie läuft das aus, wie geht das aus, was passiert, wenn. Gleichmut heißt, ja, du verstehst, es ist gut, dass ich jetzt gerade etwas Lampenfieber habe, dass ich unruhig bin, dass ich mir die schlimmsten Sachen ausmale, so bin ich gut vorbereitet, es ist ja auch etwas Wichtiges und ich weiß, übermorgen wird es vorbei sein, dann habe ich Gewissheit. Und so hast du einen gewissen Gleichmut, auch während du in dieser Unruhe bist. Und selbst wenn du mal traurig bist, kommt ein gewisser Gleichmut. Du weißt, ja, es gibt gute Gründe, dass ich jetzt traurig bin. Es gibt gute Gründe, weshalb ich enttäuscht bin. Und es ist gut, dass ich dort jetzt etwas mit dir die Trauer erlaube.
ich werde auch bald wieder rauskommen, neue Lebenskraft sammeln, neue Energie. Das ist der, ich nenne es den Gleichmut höherer Ordnung. Die erste Art von Gleichmut ist der Gleichmut, tatsächlich die Psyche in einem gewissen ruhigen Level zu halten. Manchen gelingt es, aber es ist auch eine Temperamentfrage, wie es gelingt. Den Gleichmut höherer Ordnung, zweiter Ordnung, das kann jeder erreichen. Nicht identifizieren, alles wertzuschätzen, alles auch zu empfinden, aber von einer höheren Warte zu sehen und sich bewusst sein, es geht alles vorüber und inmitten aller Aufregung, Unruhen und Traurigkeiten bleibt etwas gleich. Dieses ist das Göttliche, dieses ist das höhere Bewusstsein und ich entwickle mich in diese Richtung. Daraus kann ich Gleichmut ziehen. Ja, das war der heutige Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Was meinst du zum Thema Gleichmut? Ich möchte gleich noch erwähnen, ich habe auch ein Buch geschrieben über Königsweg zur Gelassenheit, wo du viele Anregungen bekommst für Gelassenheit. Es gibt eine Podcast-Reihe mit 235 Folgen zum Thema Gelassenheit, wo du viele Anregungen bekommen kannst. Du musst ja nicht alle hören, du kannst aber zwischendurch mal reinhören. Und so findest du viele Tipps, die dir helfen können, gelassener zu sein, gleichmütiger zu sein.